Mon Calamari ist gerettet! Unser Sieg über die Flotte des Imperiums ist natürlich ein Grund zum Feiern. Die Flotte des Imperiums hat Coruscant verlassen. Wir müssen unsere Schlachten sorgsam auswählen. Diese Flotte ist eine der größten, die sich jemals für ein einzelnes Ziel zusammengestellt hat. Konzentriert eure Abwehraktionen. Alderaan wurde vernichtet. Unsere Kundschafter berichten, dass nur noch Trümmer übrig sind. Der Plan des Imperiums ist noch schrecklicher, als wir befürchtet haben. Sie wollen alles in der Galaxis entweder beherrschen oder vernichten. Was können wir gegen diese Feuerkraft unternehmen? Wir müssen tun, was in unserer Macht steht und den Kampf gegen die Tyrannei fortsetzen. Hoffentlich ist das genug. Ein korellianischer Frachter ist soeben aus der Gegend von Alderaan eingetroffen. Angeblich hat er die Daten des Todessterns an Bord. Frachter? Frachter? Damit du es weißt, die ist viel mehr als das, Mann. Ihr seid also wieder zurück in unseren Reihen, Captain Solo. Wenn ich gewusst hätte, was ihr vorhabt, hätte ich mich vom Imperium auf Carida schnappen lassen. Ich bin nur gekommen, um eure Prinzessin und die Droiden abzuliefern. Jetzt nehme ich meine Belohnung und verschwinde. Wir können euch nicht zwingen, uns zu helfen. Aber wenn das Imperium siegt, werdet ihr keinen einzigen sicheren Hafen mehr finden. Lasst das meine Sorge sein. Konstruktion abgeschlossen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Empire Warhammer mit meiner AK Ferrari. Und letzte Folge, wie ihr sehen könnt, war irgendwie dies, das, Stores und hier und ich wusste nicht mehr ganz genau, was jetzt da abging und dann kam eine Story-Mission, aber Alderaan auf einmal kaputt und dann sind die jetzt hier bei Kurt und ich kann nur Start drücken und werde die Schlacht wohl verlieren und... Keine Ahnung. Da sind sie! Erwarte Befehle! Der Todesstern nähert sich mit großer Geschwindigkeit. Alle Einheiten Angriff! Der Feuerkraft dieser Kampfstation können wir nicht standhalten. Ja, dann stirbt der Planet. Dann schicken wir die große Flotte hier hin und machen das dann so. Habe verstanden. Melde mich wieder. So geht's dann ja auch. So. Unsere Raumstation wird. Erwarte ich Ihre Befehle. Jawohl, Commander. So, Flotte gegen Flotte will die Schlacht definitiv verlieren, aber. Okay, der Planet ist gleich auch zerstört. Aber die X-Jungs sind nicht zu unterschätzen. Wir haben schon gesehen, was die anrichten konnten. Mal vorletzte Folge oder letzte Folge, ich weiß gar nicht. Die können schon einiges. Und zündet den Tartan Patrouillenkreuzer. Nee, das ist gleich weg, aber das ist kein Problem. Obwohl, der Planet steht noch. Ich will das Imperium ihn ja gar nicht zerstören und darf abwarten, ob sie die Schlacht gewinnen. Das kann auch sein. Oh Gott, wir müssen mal schnell alles aufklären. Ihr feuert weiter auf den imperialen Sternzerstörer. Die waren dumm, die sind mit keiner großen Flotte hier hingekommen. Aber. Naja, oh Gott, was soll die Störung? Die waren letzte Folge auch nicht da. Nee, die häufen sich jetzt noch. Ja, jetzt ist Ruhe. Nee. Ne, Moment mal. So, und es geht auch schon wieder weiter. Wir sind hier mitten im Gefecht. Ja. Ich muss sagen, ich muss hier gerade nicht erstmal ordnen, nochmal gucken, wo wir genau waren, was passiert ist. Und alles. Während hier ein Sternzerstörer ist, komische Geschütze schießen, also eine Menge was schießt. Aber wir schaffen das schon, denn die X-Wings, die hauen Schaden rein. Der ist nicht mehr zum Kirchenessen, der ist ganz böse.
wobei ich mal gerne... Kills mal bitte Teilbomber. Da schießt du mal auch auf Teilbomber, ihr seid doch gut gegen die. Oder bist du direkt auf die Kiste? Hol dich mal die Viecher hier und kick die. Sponsorschura sieht natürlich auch sein Ableben. Ne? So. Wir haben nichts mehr bis auf diese Raumstation, aber siegen trotzdem, weil wir einfach geil sind. Weil wir es drauf haben und weil wir es können. Und schießt mal auf den Tatan. Der Tatan muss auch ausgeschaltet werden, sonst kriegt er noch mal einen kleinen X, sonst mir eigentlich echt schon Schaden machen. Ich bin froh, dass ich sie jetzt habe, weil sonst habe ich sie ja immer außer Acht gelassen. Und hier können wir weiter aufziehen. Oh, das geht ja schon. Hey, ihr alle geht mal hier hin. Haben die überhaupt noch die Rebellen jetzt? Das Imperium. Die haben noch den Todesstern oder sonst Schiffe. Sieht mir recht mager aus, was sie noch haben. Ein paar TIE-Fighter da. Die haben keine Schiffe. Oh. Sammelt euch den Angriff auf den Todesstern. Konstruktion abgeschlossen. General Dodonna hat die Todessternpläne, die Prinzessin Leia uns gab, analysiert und eine mögliche Schwachstelle in der Verteidigung entdeckt. Ich fürchte, wir werden diese bald testen müssen. An Han Solos Schiff wurde ein imperialer Peilsender entdeckt. Zweifellos ist das Imperium in diesem Moment auf dem Weg zu uns. Was sollen wir denn gegen die Feuerkraft dieser Station tun? Wir können sie nicht direkt angreifen, nur ihre Schwäche ausnutzen. Das ist unsere dunkelste Stunde. Unser Schicksal liegt in den Händen dieser tapferen Piloten. Wir müssen den Todesstern aufhalten, bevor er weitere Welten vernichtet. Einsatzlogbuch aktualisiert. Was ist die Mission? Okay. Brauchen wir Luke? Wo ist der Todesstern? Der ist da. Okay, Flotte. Wie es scheint, habt ihr ja doch ein Gewissen. Lasst das bloß niemanden wissen. Ist schlecht fürs Geschäft. Ich wollte nur anständig auf Wiedersehen sagen. Das ist alles. Einheit wird hergestellt. Ja, okay, gut. Dann Han Solo kann er auch noch hin. Fahrzeug wird produziert. Nebulon B-Fregatte hier. Nur das rote Geschwader. Ist der das rote Geschwader? Ich glaube schon. Aufbau hat begonnen. Komm, ich sammle. Nibulon B-Fregatte wo? Konstruktion abgeschlossen. Hier. Koordinaten empfangen. Wo ist denn die Nibulon B-Fregatte hier? Wo denn? Ja doch, da hinten auf Bespin. Unterwegs zu Zielkoordinaten. Die Flotte ist stark genug eigentlich. Konstruktion abgeschlossen. Wir haben auch A-Wings jetzt. Nebulon B-Fregatte hier. Sollten auch ganz gut reinhauen. Aufbau hat begonnen. Bauen wir mal ein paar A-Wings. Komm, bauen wir mal von allem was. Bauen wir nochmal X-Wings. Nebulon B-Fregatte hier. Bauen wir nochmal hiervon was. Wir müssen jetzt mal richtig reinhauen. Von allem, was wir haben. Geschwader hier. Fahrzeug wird produziert. Komm, auf jedem Planeten hauen wir jetzt mal alles raus. Einheit wird hergestellt. Einheit wird hergestellt. Geschwader hier. So, und ich sage, wir machen jetzt mal kurz eine Pause und ich würde sagen, bis morgen und haut rein, liebe Zuschauer. Zuschauer, die Folge geht ja auch schon etwas länger. Ich würde sagen, morgen kommt dann das epische Finale gegen den Todesstern. Also haut rein und ciao. Ciao.